Hallo, schon wieder so eine verrückte Aufgabenstellung, typisch Mathematiker. Eine nicht konstante Funktion hat folgende Daten, skizziere sie. Okay, also ich habe hier einmal für a f von 4 ist 2, f' von 4 ist 0, f2' von 4 ist 0 und f' von x kleiner 0 für alle x aus R. Aha, naja, probieren wir mal, fangen wir mal an. Wir müssen also bei 4 alle Punkte hier haben. Das heißt, ich mache mal eine Achse und eine senkrechte Achse und 1, 2, 3, 4. Okay, hier ist einmal 4. Bei 4 geht es also 2 hinauf. Okay, 1, 2. Das heißt, hier haben wir einen Punkt. Die erste Funktion, ja, das ist immer ganz gut, sich dazu zu schreiben, was das jeweils bedeutet. Das ist mein Y, hier ist also meine Steigung und hier haben wir die Krümmung. Das heißt, die Funktion, Ableitung und zweite Ableitung sind der Reihe nach Y-Werte, Steigungswerte und Krümmungswerte. Okay, die Krümmung ist 0, das heißt, die Steigung ist 0, das heißt, die ist einmal waagrecht. Gut, machen wir einen waagrechten Strich. Die Krümmung ist 0, das heißt, das ist ja üblicherweise für einen Wendepunkt der Fall. Ne? Zweite Ableitung 0, da muss ich jetzt immer wissen, diese Reihenfolge, Nullstelle, Extremwerte, Wendepunkte ist gleich steilste Steilpunkte. Das heißt, hier haben wir dann immer die Funktionswert 0, f gleich 0, f' gleich 0, f2' gleich 0. Das gilt also für die Funktionswerte. Okay. Das heißt, ich habe jetzt hier also eine Krümmung gleich 0. Und dann, ja gut, Wendepunkt. Also schauen wir W dazu. F' ist kleiner gleich 0 für alle x aus R. Was heißt denn das? Kleiner gleich 0 muss ich übersetzen. Wichtig ist, dass ich mir das gleich veranschaulichen kann. Kleiner gleich 0, es geht abwärts. Bitte. Das ist ja eine Steigung. Das heißt, es geht abwärts. Das heißt, vom Wendepunkt geht es abwärts, aber es geht die ganze Zeit abwärts. Also eigentlich so. Aber es darf keine nicht lineare, es muss eine nicht lineare Funktion sein. Also wird die Funktion also dann hier so eher rund heranrutschen und dann wieder rund weggehen. Das heißt, das ist aber ein waagerechter Wendepunkt. Ein W-waagerechter Wendepunkt ist gleich Sattelpunkt. Oder ja, Sattelpunkt. Dann haben wir also hier einen Sattel. Gut, das war Nummer 1. Schauen wir uns jetzt Nummer 2 an. Ich habe hier f' von 0 ist 2, f von 0 ist 2, f' von 0 ist 0 und f2' von 0 ist größer 0. Ja, wenn viele Nullen vorkommen, wird man eher möglicherweise verwirrt. Ne? Also muss aufpassen, dass man die Null richtig interpretiert. F an der Stelle 0 gibt es eine Stelle, ja, naja, schreiben wir gleich wieder dazu. Das ist Y, das ist die Steigung und das ist die Krümmung. Krü. Okay, fangen wir also wieder an mit der Funktionsdarstellung. Okay. So. Das heißt, hier haben wir einmal da die 0. F von 0 ist 2. F von 0 ist 2 in die Höhe. 1, 2. Okay, das heißt, da ist mein Punkt. Dann f' von 0 ist 0. Das heißt, die Steigung ist waagrecht. Und die Krümmung ist größer 0. Ah ja, jetzt müssen wir uns wieder zwei Smileys anschauen, damit wir wissen, was ist jetzt hier die positive Krümmung. Ah ja, das ist positiv. Ne? Das heißt, es muss so ausschauen. Das heißt, wenn das so ausschaut, geht es also jetzt hier so durch. Das wäre also die Lösung für B. Die Funktion ist also hier, hat hier einen Tiefpunkt. Gut. Schauen wir uns das dritte an. Ich habe hier f von 3 ist 0, f' von 3 ist minus 1, f2' von 3 ist 0 und f' von x ist größer als minus 1. Na gut, schauen wir uns das einmal an. F von 3 ist 0. Haben wir da wieder eine Achse und eine zweite Achse. Gut, also 1, 2, 3. F von 3, also das heißt, das Y ist 0. Gut, dann hast du eine Nullstelle.
Das ist also die Steigung. K ist minus 1 jetzt. Aha, was ist eine Steigung minus 1? Naja, 1 nach rechts und 1 hinunter. Dann haben wir die Steigung und können also da hier einen Strich durchzeichnen. Das wäre also die Steigung minus 1. Dann haben wir hier die Krümmung. Ist 0. Das heißt, es ist der Wendepunkt. Muss ein Wendepunkt sein. Okay? Ich habe also jetzt sozusagen hier die Wendetangente eingezeichnet. Die Kurve selber muss also ein bisschen anders laufen. Das heißt, die Kurve selber, ja, für die ist also jetzt die Steigung immer größer als minus 1, also eher so, noch steiler. Ne? Moment, falsch. Größer als minus 1 heißt, es ist eher weniger steil. Also sagen wir mal so oder so. Wie kann ich also jetzt hier Steigungen einzeichnen, die weniger steil sind? Naja, das heißt, ich gehe von da weg und habe eine weniger Steigung, wenn ich hier so gehe. Und ich muss also auch hier umgekehrt auch mit einer flacheren Steigung hereinkommen. Das heißt, der Punkt wird also so ausschauen. Jetzt extrem übertrieben gezeichnet. Also das wäre also jetzt unsere Kurve, die hier so hereinkommt und wieder so hinausgeht. Wobei sich ja da ein bisschen steil eingezeichnet hat, aber wir haben den Wendepunkt hier richtig konstruiert. Gut.